Vergrößern, Verkleinern. Javier Pastore, L, steht unmittelbar vor einem Wechsel zu West Ham United. Urheberrecht Getty Images. Paris Saint-Germain muss wegen des Financial Fairplay Transfereinnahmen generieren. Ein Mittelfeldstar steht unmittelbar vor dem Absprung. Einer Strafe durch die UEFA ist Paris Saint-Germain trotz der Megatransfers von Neymar und Kylian Mbappé zwar vorerst entkommen, doch die Gefahr von Sanktionen ist nicht gänzlich gebannt. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, muss PSG bis Ende Juni Transfereinnahmen in nicht genau bezifferter Millionenhöhe generieren. Ein erster Verkauf zeichnet sich in diesem Zusammenhang bereits ab. Laut Sky UK steht Javier Pastore unmittelbar vor einem Wechsel nach England. Der 28-jährige Argentinier verhandelt demnach mit West Ham United über einen Transfer. Die Ablösesumme wird auf 20 Millionen Euro benannt. Zuvor hatte bereits der am Freitag vermeldete Transfer von Edouard Ozonnel bei PSG die Kasse klingeln lassen. twitter.com/celtic-status/1007693004226940929 Der 20 Jahre alte Stürmer war bereits in der vergangenen Saison an den schottischen Traditionsklub verliehen und unterschrieb nun einen festen Vertrag. Mit 11,4 Millionen Euro Ablöse war Ozonnel der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte der Schotten.